bin auf den Arm, aber ich hoffe nicht auf den Kopf gefallen. Meine Herren, liebe Ladies, das Bild der fünf koketten Damen, das uns auf dem Leaflet und unten an der Säule begegnet, ist im Grunde genommen ein Emblem, die Ikone der bürgerlichen Frauenbewegung. Christine Strobel wird sagen, na wieso denn das, hat sie doch extra Lilli Braun erwähnt, die sich ja selbst als eine Sozialistin bezeichnet hat und mit dem Buch, denke ich, über die Frauenfrage ein wesentlich sachhaltigeres Buch über die Frauenprobleme geschrieben hat als August Bebel, der mit seiner Frau und der Sozialismus allerdings mehr Erfolg hatte. Aber wer unter dem schreibenden Menschen tätig ist, weiß, dass das also so sein kann. Nun, trotz Lilli Braun ist es aber im Grunde genommen eine Ikone der bürgerlichen Frauenbewegung. Denn im Grunde genommen ist Lilli Braun, so traurig das für die Sozialdemokraten ist, dort nie richtig heimisch geworden. Und das gilt auch im Grunde genommen für Nina Kauer. Ja, August Bebel hat mit Ottilie Bader und mit Emma Ihrer darüber gesprochen, ob es nicht viel klüger sei, der Nina Kauer zu raten, den Sozialdemokraten fernzubleiben, weil sie dann für die Gleichberechtigung viel mehr tun kann und die Sozialdemokratinnen immer Mühe haben, mit den bürgerlichen Frauen umzugehen. Nun, was ich deutlich machen wollte, ist, dass es die Frauenbewegung und das Frauenproblem im Grunde genommen gar nicht gibt, sondern dass wir zu Recht von den Frauenbewegungen sowohl hinsichtlich der alten als auch der neuen sprechen und dass wir, und das werde ich, denke ich, im Folgenden dartun, wesentlich im Grunde genommen zwischen verschiedenen Problemen der Frauen unterscheiden müssen. Kurzum, die Frauenbewegung hat es als eine einheitliche im Grunde genommen gar nicht gegeben. Gisela Bock hat das sehr hübsch in ihrem historischen Buch dargestellt. Es war immer Sache der Frauen, die unterschiedlichen Loyalitäten im Grunde genommen auszugleichen. Denn jede Gruppe hatte im Grunde genommen auch Frauen in ihrer gesellschaftlichen Gruppe. Und diese Frauen mussten eben mit widerstreitenden Loyalitäten fertig werden. Nun werde ich ganz kurz, Christine Strobel, nachdem Sie schon so schön das dargelegt haben, das Hohelied der Rechtsgleichheit singen. Sie haben von mir gewiss keinen juristischen Vortrag erwartet, dann wären Sie niemals so zahlreich gekommen, das weiß ich sehr wohl. Darum werde ich also im Grunde genommen von meiner Lebensperspektive aus unsere Fortschritte ganz kurz auf den Begriff bringen und damit habe ich mich selbst auch als eine der alten Generation, wenn auch nicht als ein Mitglied der alten Frauenbewegung, geoutet. Meine Tochter ist nicht 15 Jahre alt, sondern wird im nächsten Jahr, so wie meine Ehe, 50 Jahre alt. Gut, also im Gegensatz zu meiner Urgroßmutter kann ich politische Besammlungen besuchen, das ist schon dargestellt worden, wählen und gewählt werden. Und im Gegensatz zu meiner Urgroßmutter darf ich sogar politische Vereine gründen und darf zu politischen Versammlungen einladen. Meine Urgroßmutter hat seinerzeit im Jahre 1878 mit Nina Kauer zu einer politischen Versammlung einberufen, weil sie sich beide über die hartherzige Rede eines evangelischen Geistlichen am Grab eines Selbstmörders aufregen wollten. Das hat ihnen Gefängnisstrafen eingebracht und meiner Urgroßmutter die große Ehre, als eine der ersten politischen Gefangenen in einem Berliner Frauengefängnis eingegangen zu sein. Nun, im Gegensatz zu unseren Großmüttern, auch das hat Christine Strobel schon hübsch dargestellt, können wir die Universitäten besuchen. Wir können Ärztin, wir können Richterin, wir können Professoren werden. Alle Türen stehen uns, formal juristisch betrachtet, wie sie so hübsch betont hat, im Grunde genommen offen. Und im Gegensatz zu meiner Mutter konnte ich berufstätig sein,
ohne auf das Einverständnis meines Mannes zu bauen. Darauf kam es im Grunde genommen nicht an, aber ich will ja nicht mit der Genauigkeit einer Familienrichterin vorgehen. Jedenfalls konnte mein Mann, selbst mit dem Argument, dass ich meine Familienpflichten, schließlich bin ich Mutter dreier Kinder, sträflich vernachlässige, nicht mein Arbeitsverhältnis kündigen, was das BGB seinerzeit durchaus noch vorsah. Und wir hatten das Letztentscheidungsrecht des Ehemannes. In allen ehelichen Angelegenheiten durfte er schließlich das letzte Wort sprechen. Und als man sich im Gleichberechtigungsgesetz wenigstens schon von dieser Vorschrift getrennt hat, hat man doch gleichwohl am väterlichen Stichentscheid festgehalten. Als ich das berichtete, guckten mich die jüngeren Generationen an und sagten, wie bitte, was ist das überhaupt für eine Vokabel, väterlicher Stichentscheid? Gut, das war also die Regelung, dass wenn sich die Eltern in einer Frage der elterlichen Sorge, damals hieß das noch elterliche Gewalt, nicht zu einigen vermögen, der Vater das letzte Wort hat. Aber wie Lehrerinnen so manchmal sein können, vier aus diesem Beruf haben sich sofort aufgemacht und das Bundesverfassungsgericht angerufen. Und das hat im Jahre 1969 dann auch diesen väterlichen Stichentscheid kassiert und gesagt, dass auch die Aufhebung des Letztentscheidungsrechts des Ehemannes weder zum Untergang des christlichen Abendlandes beigetragen hat, wie immer behauptet worden ist, noch irgendwie im Grunde genommen zum Chaos geführt hat. Und das ist ja das große Verdienst der Marie Stritt, die, glaube ich, an zweiter Stelle in diesem Bild der koketten Dame auftritt, dass sie, obwohl sie im Grunde genommen nicht die Möglichkeit hatte, Rechtswissenschaften zu studieren, aber auf Augenhöhe mit den Juristen ironisch zu diskutieren vermochte, ob das eigentlich, was da im BGB steht, was Planck schon als Fortschritt ansah, tatsächlich einer ist. Nun, im Gegensatz zu uns Älteren, haben unsere Töchter die Möglichkeit, ihren Mädchennamen auch für dahin weiterzuführen. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, jedenfalls in meiner Familie, ob es sich um die Söhne oder die Tochter handelt, haben alle von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihren ursprünglichen Namen weiter fortzuführen, ob es nun die Jungs waren oder ob es das Mädchen war. Man könnte zudem an der wechselvollen Geschichte des 218 dartun, wie die Kämpfe um die Rechtsgleichheit verlaufen sind. Ich weiß, dass Sie da alle gut Bescheid wissen und will das nicht weiter tun, aber im Grunde genommen war auch diese Problematik, deren einigermaßen günstige Lösung wir übrigens den Frauen aus dem Osten verdanken, war auch diese Problematik im Grunde genommen ein Beweis dafür, dass auch das Bundesverfassungsgericht lernen kann. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht ja zu Anfang in der Entscheidung aus den 70er Jahren behauptet, das Strafrecht sei die schärfste Waffe, um also die Rechte des werdenden Kindes zu verteidigen. Und es hat dann 1993, das war noch vor meiner Zeit, festgestellt, dass das ein Irrsatz sei, sondern dass sozialpolitische Hilfsmaßnahmen viel wirksamer sind, wenn es darum geht, werdenden Kindern und jungen Müttern zu helfen. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Last not least gibt es ein Recht auf einen Kindergartenplatz. Das allerdings ist ein Beispiel neben den von Christine Strobel genannten Beispielen, ein weiteres Beispiel dafür, um zu zeigen, dass es doch zu einer Diskrepanz von geschriebenem Recht und Rechtswirklichkeit kommen kann. Einfach der Hinweis, man habe nicht genügend Geld, um dieser Forderung gerecht zu werden, genügt in manchen Ländern schon, um also hier im Grunde genommen zu blockieren. Nun, an einem Tag wie heute, wo es vor allem um die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten auch geht, da müssen wir realisieren, dass es nicht nur
eine Ungleichheit unter den Geschlechtern gibt, sondern auch eine Ungleichheit unter den Frauen. Die Familiensoziologin Rosemarie Nawe-Herz hat sehr gut dargestellt, dass die Situation der Frauen stark nach ihren wirtschaftlichen Ressourcen, Lebenslagen und Lebensstilen sich voneinander unterscheidet. Und die Frage des beruflichen Aufstiegs, die mag uns interessieren, die wir hier versammelt sind. Aber vielen Frauen, das gilt es zu bedenken, ist also das Denken über die Karriere und das Erlangen von Spitzenpositionen schlechthin gleichgültig. Es kommt für sie im Grunde genommen, oder ihnen geht es hauptsächlich um die Sicherheit ihrer sozialen Existenz. Und die qualifiziert berufstätige Frau, die kann im Grunde genommen ihre Familienarbeit auf die Haushaltshilfe, auf das Kindermädchen oder das Kindermännchen delegieren. Und wenn diese auf der Basis von Minijobs tätig sind, geht ihr das gar nicht so nahe. Dabei muss man immer dabei im Auge behalten, dass sie dabei zumeist den Schutz vor Arbeitslosigkeit und Krankheit entbehren und vor allem den Rentenanspruch. Wir haben gestern uns mit Frau Pichelbauer beim Abendessen darüber unterhalten und da ist mir bewusst geworden, dass ihr dieses Problem ganz gegenwärtig ist und dass das insbesondere auch bei Migrantinnen eine große Rolle spielt. Und ich denke, wir Frauen haben nicht nur unsere Position zu verteidigen und darüber nachzudenken, wie wir wohl an die Spitze eines Aufsichtsrats oder, was mir noch viel wichtiger erscheint, eines Vorstands einer Aktiengesellschaft gelangen, sondern wir haben eine Verantwortung auch für diese Frauen, deren Hilfe wir uns verdienen. Und wir sollten uns vor allem auch gleichzeitig dagegen verwahren, dass die Vereinbarkeitsproblematik, also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wieder privatisiert wird und es den betroffenen Eheleuten überlassen wird, wie sie sich möglicherweise mit der Vergabe von Minijobs oder befristeten Arbeitsverhältnissen helfen. Applaus